Herzlich willkommen zu Dalli Dalli. Und das sind unsere Gäste heute. Sie sind Experten für Schweiß und vollen Körpereinsatz. Unser Team Blutgrätsche, Katrin Müller-Hohenstein und Alexander Bommes. Graben ihre Gegner heute das Kriegsbeil aus? Aus Bad Segeberg das Team Blutsbrüder, Jan Sosniok und Wayne Carpendale. Hier kommt Ihr Gastgeber, Kai Pflaume. Ja! Vielen Dank. Herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Herzlich willkommen hier im NDR-Fernsehen, natürlich auch unseren Gästen im Publikum. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich mit Ihnen auf reichlich Punkte heute Abend. Der Norden ist ja berühmt irgendwie, wenn man an Punkte denkt, denkt man automatisch an den Norden. Aber das Wunderbare ist, seit zwei, drei Jahren denkt man nicht nur noch an Flensburg, sondern man denkt bei Punkten auch sofort an Dalli Dalli. Und da ist man hier im Norden ja auch zu Hause. Also insofern auch heute hoffen wir wieder ganz viele Punkte zu erspielen. Denn alles wird ja am Ende in Euros umgerechnet. Und die gehen dann wieder über die Hans-Rosenthal-Stiftung an eine in unverschuldet in Not geratene Familie. Und da hoffen wir natürlich, dass ganz viel Geld zusammenkommt. Also drücken Sie bitte die Daumen, haben Sie viel Spaß. Das wünsche ich auch unseren beiden Teams, die heute hier bei uns zu Gast sind. Unsere Sportexperten, das ZDF Sportstudio und Traute Eintracht mit der ARD Sportschau. Herzlich willkommen, Katrin Müller-Hohenstein und Alexander Bommes. Das Team Blutgrätsche. Und extra für uns aus Bad Segeberg nach Hamburg gekommen. Ganz kurz die Karl-May-Festspiele unterbrochen. Wir freuen uns über Old Shatterhand und Winnetou, das Team Blutsbrüder. Herzlich willkommen, Wayne Carpendale und Jan Sosniok. Ja, im Grunde genommen muss man Dalli Dalli ja so verstehen wie einen großen Kinderspielplatz für Erwachsene. Wir haben wieder Wunderbares für euch vorbereitet. Aber so ein Kinderspielplatz, da kann es ja auch mal wild zugehen, der braucht auch eine Aufsicht. Und die härteste Kinderspielplatzaufsicht, die wir finden konnten, ist auch heute wieder mit dabei. Unsere beiden Oberaufseher, Sarah Brandner und Jan Hofer. Das ist eine Kinderspielplatzaufsicht? Ja, bei Dalli Dalli schon. Ja. Ja. Also, gehen wir es an. Spielen wir das erste Spiel. Gerne. Wir beginnen natürlich wie immer mit einer Schnellraterunde. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, sollt abwechselnd Begriffe nennen zu einem vorgegebenen Thema, das ihr jetzt von mir bekommt. Ihr müsst euch vorstellen, der Internationale Weltfußballverband hat die von uns allen so geliebte Bierdusche verboten. Und es gilt jetzt, Alternativen zu finden. Also die Frage ist, was könnten Spieler statt Bier über ihren Trainer auskippen? 30 Sekunden habt ihr Zeit. Katrin fängt an. Dalli, Dalli. Senf. Cola. Ketchup. Fanta. Mayonnaise. Ginger Ale. Champagner. Milch. Wasser. Kakao. Orangensaft. Geld. Grapefruitsaft. Tomatensaft. Apfelsaft. Zitronen, ausgepresster Saft. Pflaumensaft. Orangen, Limette. Salamisaft. Rhabarbersaft. Salamisaft. Rhabarbersaft. Ja. 30 Sekunden muss längst vorbei sein. Salamisaft. Salamisaft. Wow. Das ist ein starker. Okay. Das geht ja gut los. Sie sind der Meinung, diese Leistung war Spitze. Ja. Die Salami lässt du drin, Jan Hofer. Die frisch gepresste Salami? Ja. Frisch ausgepresste. Ich hab auch, die fand ich zwar sowieso daneben, aber Geld. Glaubst du wirklich, dass ein Fußballer, der wird Geld ausgeben, über seinen Trainer schütten? Die sind doch geizig wie noch was, oder? Das ist ja nicht das eigene Geld. Wenn ich jetzt so an diese Saison zurückdenke, dann glaube ich ganz sicher schon. Also wenn die haben Kohle ohne Ende. Ja, ist ein Ordnung. Also, da der Salamisaft doppelt war,
Saft ziehen wir ihn zumindest einmal ab. Den Salamisaft einmal ab. Ihr kriegt ja sowieso noch den Spitzpunkt. Jan, hast du deine Krawatte passend zu Sarahs Oberteil ausgesucht? Nein, habe ich nicht. Ich habe die daraus schneidern lassen. Aus der Hose, die dazu gehört. Ja, Jan legt mir auch immer meine Outfits zurecht. Ja, natürlich. Ja, zu Hause macht seine Frau. Ja. Tja, so geht's. 21 Punkte bleiben es. Einmal abgezogen, einmal Spitze dazu. Insofern, das ist eine grandiose Leistung, das muss ich wirklich mal sagen. Ja, also, ihr habt hier ein irres Tempo vorgelegt. Ja. Jo, Freunde. Bleibt für uns nichts mehr übrig. Ich hoffe nicht, dass ihr zu oft an der Friedenszweifel gezogen habt. Ja, ja. Jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben. Ja. Auch für euch. Das ist schon eine dreckige Lache. Was kommt jetzt? Ja, stellt euch vor, es ist nachts 3-4 Uhr. Euer Manager ruft euch an, weil zu dieser Tageszeit oder Nachtzeit hat er immer die besten Ideen. Und er hat unglaublich viele Ideen, auf welchen Veranstaltungen ihr unbedingt mal auftreten müsstet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, meine Frage ist jetzt, auf welchen absurden Veranstaltungen sollt ihr nach Meinung eures Managers auftreten? 30 Sekunden habt ihr Zeit. Jan beginnt. Dalli, Dalli. Let's Dance. Christopher Street Day. DSDS. Dalli, Dalli. nur einer kann gewinnen. Wenn das. Weiß ich nicht. Sag weiter, wenn du. Flohzirkus. Ruckzuck. Gibt es noch? Egal. Rapzap. Rapzap. Spieleabend mit den Freunden. Mensch, ärgere dich nicht, Meisterschaft. Frauenmesse Köln. Weiter. Das ist aber ein schweres Spiel gewesen. Ja, einmal Karl-May-Festspiele hätte ja wenigstens fallen können. Ja. Wir haben ja Dalli Dalli gesagt. Ja, das war das ja Einzige, absurd. Was nicht absurd war von den Antworten. Genau. Ich bin ja schon halb froh, dass Sie nicht Tagesschau gesagt haben. Was ist denn Rapp-Zapp für eine Veranstaltung? Ja, das musst du uns erklären. Das hängt davon ab. Das passte so gut. Also, das ist auf jeden Fall absurd. Ja, das ist absurd. Ja, allerdings müssen wir einen Punkt abziehen. Dalli Dalli ist keine absurde, ist eine hochernste, sehr seriöse Veranstaltung. Ja. Eigentlich eine Show, die auf Arte laufen müsste. Ja. Also 11 Punkte. In Französisch. Auch, es wird übersetzt, natürlich. Dalli Dalli. Also einer wird übersetzt. Dalli Dalli kommt übrigens aus dem Polnischen. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ja. Also, einer wird abgezogen. Alles klar. Schauen wir mal, wie er mit der zweiten Aufgabe zurechtkommt. Es geht wieder um 30 Sekunden. Diesmal beginnt Alexander. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt viele Fans. Ihr bekommt bestimmt auch ganz viel Zuschauerpost. Und ich möchte jetzt von euch wissen, was haben die Zuschauer an euch auszusetzen? Welche Kritikpunkte haben sie? Alexander beginnt, 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Zu flapsig. Zu hochdeutsch. Zu gemein. Zu große Füße. Zu schnell geredet. Zu lange Arme. Zu schlecht über HSV-Spieler gesprochen. Aussehen generell. Zu schlecht über HSV-Handballer gesprochen. Zu nah am FC Bayern. Zu gut über Bayern-Spieler gesprochen. Erster FCN-Fan. Bayern-Spielern ehrlich gratuliert. Zu nett zu den Trainern sein. Zu coole Schuhe. Zu unfreundlich zu den Spielern sein. Hemd zu weit offen. Felix Magath die falschen Fragen stellen. Keine Brusthaare führt zu Hemd zu weit offen. Ist leider so. Sag mal her. Ja. Oh. Auf Stahl wächst nichts. Er ist ein Bär. Alternativantwort wäre auch gewesen, bei Hemd zu weit offen Katzenfell-T-Shirt vergessen. Ja. Das waren schon wieder 19. Junge. Es waren 18. Aussehen generell. Das müssen wir abziehen, weil das war ja beinhaltet, ist ja ein Sammelbegriff, das beinhaltet ja vieles, von dem er schon gekommen ist. Wir hatten ja schon die Füße, die Arme. Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Alexander, du hast wirklich aus dem Leben gesprochen. Ne? Das ist das, was du mir seit 5 Jahren schreibst. Ja, also einen ziehen wir ab. Da haben wir 18 Punkte. Alles klar, einen ziehen wir ab, 18 Punkte bleiben. Ja, wir sind leicht unter Druck. Western-Situation. Mhm. Ihr betretet einen Western-Saloon und als ihr reinkommt, fangen alle Cowboys, die im Saloon sind, an zu lachen. Was habt ihr falsch gemacht? Wayne fängt an, 30 Sekunden. Dalli, Dalli!
Keine Haare auf der Brust. Füße zu groß. Hose vergessen. Hemd zu weit aufgeknöpft. Cowboystiefel vergessen. Augen zu schlitzig. Ohne Pferd in die Stadt reingelaufen. Nase zu lang. Ein Martini bestellt. Haare in die falsche Richtung gekämmt. Ein Cosmopolitan bestellt. Pfeil und Bogen dabei gehabt. Ein Indianer als Blutsbruder mitgebracht. Oh, Shatterhand an der Seite gehabt. Bei den Kamaispielen fest mitgespielt. ja, Arme zu lang. Reingekommen und gesagt, lass uns Dalli Dalli spielen. Auf dem Pferd gesessen. Ja, es geht doch. Geht doch. Ja? Erstmal warm muss werden. Ja eben. Das waren 18, aber Frage ist natürlich, bleiben es auch 18? Also, ich habe nichts dagegen. Ich habe auch nichts auszusetzen, ehrlich gesagt. Schaust du Western, Sarah? Kannst du damit was anfangen? Das kenne ich noch, aber sonst leider nicht. Nee, also, ich bin ja immer, also bei, der, ich bin ja immer bei der Premiere. Immer. Immer. In Bad Segeberg. Immer. Ach, du bist das? Ja, ja. Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, wer kommt da zur Premiere? Und ja? Dann kommen die ja anschließend da in den Salon. Und ehrlich gesagt, das ist genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wenn du reinkommst, fangen alle an zu lachen? Ja, genau. Okay. Aber dann habe ich für nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist die Premiere ja schon rum, einen Tipp für dich. Lass doch mal die rosa Cowboy-Stiefel weg. Ja? Ja? Also, 18 Punkte für beide Teams. Ja. Wir gucken mal auf den Zwischenstand. Es steht 39 zu 29. Aber hier ist noch alles drin. Bei Dalli Dalli ist das immer erst der Anfang. Und am Ende wird sowieso noch multipliziert. Insofern könnt ihr alles noch auf den Kopf stellen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir spielen jetzt das erste Aktionsspiel. Und das hat den wunderbaren Namen Nur nicht den Fladen verlieren. Sag ich doch. Ja? Alles klar? Lass uns rübergehen. Nur nicht den Fladen verlieren. Ja! Das ist ja wie Segeberg hier. Ja, das ist so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall auch ein Stück Norddeutschland. Wir reiten auf Pferden, nicht auf Kühen. Komm mal, links, rechts. Ja, genau, kommt hier rüber, genau. Es ist auf jeden Fall, es ist viel Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ja, ihr wisst, saftige grüne Wiesen. Viel, ich würde da nicht so die Nase reinhalten. Ja, da gibt es saftige Wiesen, ganz viel Klee auf der Wiese. Und die Kühe fressen natürlich, was das Zeug hält. Aber wer viel frisst, muss ja auch viel verdauen. Hm? Und damit der ganze Mist, die ganzen Fladen hier nicht in der Gegend rumliegen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die versucht aufzufangen. Würdet ihr euch freuen? Oder ja, wir würden uns freuen. Müssen wir tun. Wenn ihr müsst es tun und wir würden uns freuen mit unserer Fladen-Auffangkelle. Ja. Ja. Und es gibt immer mit der flexiblen, mit der aus flexiblen Fladen-Auffangkelle. Die FAK. Und, ja, genau. Und es gibt ein untrügliches Zeichen, wann die Kuh vorhat zu verdauen. Ja. Das deutet sie nämlich dadurch an, dass der Kuhschwanz nach oben geht. Ja? Ja. Das heißt quasi, Achtung, unmittelbar bevorstehende Verdauung. Ja? Soweit alles klar? Ihr habt insgesamt eine Minute Zeit. Mhm. Und zusammen, dann müsst ihr das natürlich auch ablegen, ne? Diese gesammelten Fladen. Ne? Und dann gucken wir hier rein, dann haut er das hier rein. Und dann gucken wir am Ende. In den Kübel? Ja, einfach rein damit. Und dann messen wir am Ende, wie viele Fladen ihr aufgefangen habt. Und dann gucken wir, wie viele Punkte ihr kriegt. Ja, schauen wir mal. Ne? Lass dich mal überraschen. Ich würde euch beide bitten, hier auf der rechten Seite mal ein bisschen in Deckung zu gehen. Ja, machen wir. Gut. Die Frage stelle ich, wenn wir dran sind. Was wir hier so alles erfinden, ist cool. Ich glaube, ob man damit abschlagen könnte auch. So, das lege ich hier vorne wieder rein. Wir machen es gemeinsam, ja? Also wir teilen uns hier ein bisschen. Würdest du diese Seite abdecken, Herr Bommes? Selbstverständlich. Ich würde es euch empfehlen, es gemeinsam. VMH. Ja. Ja. Wollt ihr, wir haben hier so Schürzen, wollt ihr oder müsst ihr, müsst nicht? Also, je nachdem. Er kann sehr eine weiße Hose. Es ist zu empfehlen. Komm. Es sieht schön aus. Ich habe noch nie etwas gemacht, was Jan mir empfohlen hat. Aber ich glaube, heute tue ich es. Dann spielt ihr jetzt Nur nicht den Fladen verlieren. Und ich sage jetzt Dalli Dalli und bring mich ganz schnell in Sicherheit. Da! Auf geht's! Eine Minute! Ja, nur keine Angst! Achtung! Ah! Komm jetzt! Ja, schneller! Schneller, schneller, schneller! Oh! Ja, du bist zu weit weg, Alexander. Was ist denn los bei euch? Da! Was habt ihr denn gegessen, verdammt?
Ja, der war gut. Oh! Hey, pass mal auf deine Seite auf! Sehr gut, Katrin, sehr gut, komm! Ja, pass auf! Oh! Weiter geht's, komm, komm, komm! Jesus! Du warst gut! Nee, das war ekelig! Oh. Du hast da nicht gut deine Seite nicht zugemacht. Ist das? Oh. Können wir einmal ganz kurz, Alexander, du musst ja, zeig dich mal von hinten. Ja? Oh. Ist kaputt, oder was? Nee. Wenn sie kaputt wäre, wäre es das kleinere Übel. Ach so, okay. Ja? Aber ich bin ja froh, dass es ihm passiert ist, nicht mir. Waldmeister. Ja? Möchtest du es irgendwo abwischen? Aber wie sind die Kittel sauber geblieben? Ja. Das Waldmeister. Das ist geil. Das Waldmeister. Ja. Ja. Siehst du so. Kittel an, da ist nichts dran. Nee. Ja. Und überall anders. Ja, du würdest sagen, du musst an deinem Stellungsspiel arbeiten. Aber Alexander, ja? Ich revidiere meine Meinung, es ist genau wie in Bad Segeberg. Ja. So, wir gucken mal ganz kurz, wie viele Punkte es für euch gibt. Hier ist unsere unbestechliche Punkte-Messtabelle. Ich halte mal hier rein, das so, könnt ihr ja so vom Ölstab. Kann ich dir helfen? Ja. So, wir sind bei 9 Punkten, die ihr erreicht habt. Naja. Respekt. Nein, auch nicht. Also ihr könnt euch jetzt ja entspannt zurückziehen. Vielen Dank. Seid ihr bereit? Okay, dann heißt es auch für euch... Wayne, kannst du es in die andere Richtung machen? Dann heißt es auch für euch, 1 Minute Zeit. Dalli, Dalli. Schnell rein da in den Eimer. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Ich höre ein bisschen an Druck ein. Zum Auskippen geht so, ne? So. Ja, komm. Ah. Ah. So, stopp, stopp, stopp! Oh! Oh ja, oh ja! Ah, sehr gut! Ja, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Eimer. Noch 5 Sekunden! Ich hab es irgendwie kommen sehen. Sie sind, Jan, das ist ein Moment, den muss man genießen. Sie ja. sind der Meinung, das oh. war Spitze. Wow. Und wow, ich weiß nicht, ob Sie das direkt mitverfolgen konnten. Ja. Oh. Ja. Ja, da kannst du mal zeigen, da ist auch noch alles voll. Ja, da ist auch noch alles voll. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ich war ja nicht umsonst 5 Jahre lang Landarzt, nicht? Ich hoffe. Da muss man auch den einen oder anderen Durchfall mal behandeln. Ich gucke jetzt mal, ob unsere Punkte-Messstab hier überhaupt ausreicht. So, wir versenken ihn mal langsam. Ja! Das sind 16 Punkte! Plus Spitze. Plus Spitze. Plus Spitze. Ah. Ja. Plus Spitze sind dann 17. Pah. Ist aber auch eine Schweinerei hier. Durch die Fehler der anderen. Ja, wir gucken mal ganz kurz auf besser machen. Nicht schlecht bei dem Spiel Zweiter zu sein. Ja. Wir drehen ja nachher. Also ihr habt den noch Vorteil. Mal das? Nein, nicht mal. Genau, wir spielen es nachher nochmal mit Rot. Ja. Wir gucken mal auf den Punktezwischenstand. So, das war ein relativ eindeutiger Ausgang in diesem Aktionsspiel. 17:9 fürs Team Blutsbrüder. Und der neue Zwischenstand. Es steht 48:46, immer noch fürs Team Blutgrätsche. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, ihr habt immens aufgeholt. Und das kann gleich so weitergehen. Das ist auch langweilig, oder? Wir spielen nämlich jetzt die Dalli-Dalli-Tonleiter. Ja, lasst uns
auf die andere Seite des Studios gehen. Die Dali Dali Tonleiter. Oh. Was man alles... Die Blutbrüder hier auf dieser Seite, Blutgerätscher. Ich hoffe, hat der Titler Mark Waldmeister. Sonst wäre ich morgen aufgefressen. Mein Po ist feucht. Das wollen wir gar nicht wissen. Aber danke. So, kommt, Katrin, komm hier in die Mitte rein. Ja. Kommt, kommt hier in die Mitte, dann sehen wir euch gut. Wir sind ab jetzt angewachsen. So, das war schon mal ein kleiner Test. Das sind wir haben, wer war das? Ach, das war du. Dann müssen, oh, dann müssen wir, haben wir hier, es ist das nämlich doch vertauscht. So, wir spielen das Dali Dali Tonleiter-Quiz. Ist ja gut. Ich stelle euch offene Fragen. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu kennen, dann drückt ihr. Schaut dann bitte, ob auf eurer Seite wirklich das Licht angegangen ist, weil nur dann habt ihr das Antwortrecht. Antwortet ihr richtig, gibt es einen Punkt, geht ihr eine Stufe hoch. Antwortet ihr falsch, geht das andere Team eine Stufe hoch. Und wir sehen, wer als erstes zu oben ankommt und die 8 Punkte abräumt. Die winkt man nicht dem Siegerteam in diesem Spiel. So, ich guck mal, ob ich ganz kurz noch das Stroh an meinen Füßen loswerden kann. Und ich hoffe nicht, dass das hier irgendwie sich auf die Tonleiter niederschlägt. Ich nehme sonst denn ein bisschen was von mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, die es zu erreichen gilt. Ja, C-Dur. Und für das andere Team natürlich die gleiche Möglichkeit. Okay, ihr seid bereit? Ja. Dann kommt hier die erste Frage in der Dali Dali Tonleiter. Das Wahrzeichen welcher europäischen Stadt ist die Brunnenfigur Mannequin Piss? Nee, und sonst? Scheiße. Muss ja, ne? Nee, muss nicht. Falsch ist ja immer blöd, ne? Dann kriegen die anderen ja einen Punkt, ne? Lassen wir. Okay. Wissen wir nicht. Brüssel. Brüssel. Brüssel stimmt. Richtig. Ja, das war doch. Haben wir gedrückt? Haben wir gedrückt. Wir können eins hoch. Katrin hat gesagt, wenn ich dich anstoße, drückst du. Ich hätte schon sofort gedrückt, aber ich dachte... Ach so. Ja. Nee, ich muss wirklich mal sagen, in der Historie von Dali Dali kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass jemals eine Quizfrage schon so schnell beantwortet wurde. Ja. Das ist wirklich ein Stück Geschichte, die gerade geschrieben wurde. Achtung, nächste Frage. Welcher deutsche Rapper hat eine Panda-Maske zu seinem Markenzeichen gemacht? Kro. Kro, stimmt. Eine Stufe hoch. Wer erhielt einen Oscar für die Rolle des Kopfgeldjägers Dr. King Schulz in Django Unchained? Christoph Waltz. Das stimmt, richtig. Eins hoch. Im Wappen welches norddeutschen Bundeslandes streckt ein gekrönter Stierkopf die Zunge heraus? Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein? Nee, Bremen. Einen hast du noch. Oh, das ist gemein hier. Das ist ein Vorsagen. Ich versuch's einfach mal. Es ist egal, es ist alles falsch. Es wäre Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Nein, ihr könnt eins hoch. Nein, ja, ihr bleibt da. Ja. Hör doch zu, was ich denke. Ja. Welche deutsche Komikerin tritt mit Bastian Pastewka als Volksmusik? Anke Engelke. Das stimmt. Okay, jawohl. Aber das war doch, das hat doch gar nicht geleuchtet. Hat's nicht hier geleuchtet? Oh, das stimmt. Dankeschön. Ihr habt gedrückt. Anke Engelke. Ach, die haben gedrückt. Ja, da ja, müssen aber wir gar nicht haben. Aber wir haben geantwortet. Wir haben doch gedrückt. Ja, aber die waren. Ihr habt kommst gedrückt. Du da runter? Ja. Ihr habt gedrückt, aber die haben schneller gedrückt. Nee, danke. Nee, aber die haben noch nichts gesagt. Doch, haben sie. Ja, aber ihr habt was gesagt, ohne dass das Licht an war. Ah. Ihr könnt gerne unsere Antworten geben. Ja, ja. Achtung, nächste Frage. In welchem Monat fällt in Deutschland der Muttertag? Mai. Das stimmt. Oh, nicht so schnell antworten. Ja, okay. Erst gucken, ob es Licht an ist. Siebte Frage. In welchem US-Bundesstaat befindet sich das am Cape Canaveral liegende Kennedy Space Center? Florida. Florida stimmt. Ja! Ja! Das ist jetzt eine Frage für euch. Ja. Ach, danke. Ja, welcher englische Fußballclub gewann am 15. Mai 2013 das Finale der UEFA? Ich habe gesagt, das ist eine Frage für ja, euch. Ja, wir haben auch gedrückt. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann. Ich hätte euch sonst Chelsea gesagt, Chelsea. Aber jetzt hat es bei uns geleuchtet. Scheiße. Okay, ja, dann gehen wir eins leid, hoch. Alter. Ja, das stimmt. Fußballfragen. Zu welcher Inselgruppe gehört Ibiza? Balearen. Danke. Ja, aber was ich gucke auch immer Landarzt. Na hier. Die drücken einfach immer. Na, er hat doch den Drücker in der Hand. Ja? Guck.
Danke. Die drücken in welche Lohnsteuerklasse fallen ledige Arbeitnehmer ohne Kinder? Eins. Stimmt. Richtig. Ich finde, Kinder haben es viel schöner. Da hat ihr nichts mit zu tun. Zu welchen Tieren gehören die sogenannten schwarzen Witwen? Spinnentiere. Spinnen, stimmt. Ja. Welcher Superheld heißt im täglichen Leben Clark Kent? Superman. Dankeschön! Ich hätte Batman gesagt. Du drückst auch einfach, ne? Der drückt einfach. Der drückt immer nur dann, wenn Katrin ihn kräftig anhaut. Ich hab mir die Frage war ja noch nicht zu Ende gestellt und ich habe da schon gedrückt. Ja, trotzdem. So ist ich denke immer, da kommt vielleicht was raus, wie bei der Kuh. Achtung, vielleicht schon die entscheidende Frage, denn für euch eine richtige noch oder eine, die die anderen für euch nicht beantworten, dann habt ihr gewonnen. Wir gehen dann wieder runter, wenn ihr möchtet. Welches Sternzeichen hat eine Person, die am Tag der Arbeit geboren wurde? Oh, Transferfrage. Na? Stier. Stier? Meint ihr, das stimmt? Stier ist richtig! Das heißt, ihr gewinnt die Dalli Dalli Tonleiter! Das war eine schöne Sendung. Vielen Dank! Der Tag der Arbeit ist am... Ja, 1. Mai. 1. Mai, ja, genau so ist es. Aber für euch sind es ja auch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Nein, aber das heißt, diese Runde geht 8 zu 5 an euch. Kommt runter. Danke. Ein extra Punkt für die richtige Antwort zu fragen. Also das mit dem Buzzern üben wir noch mal. Ja, den kriegt er mit nach Hause. Runtergucken, leuchtet es auch. Gleich dreimal. Schön. Dreimal? Ja. Ja, der Mann ist deswegen, erfahren. Ja, deswegen ja, sehen wir uns hier mal... Das NDR-Quiz, der weiß, wie gebuzzert wird. Ne? Ich muss gestehen, ich habe uncharmant zu Katrin gesagt, halt die Klappe erst, wenn es leuchtet. Aber es hat ja funktioniert. Also 8 zu 5 fürs Team Blutgrätsche. Wir steigen jetzt quasi in die zweite Hälfte der Sendung ein. Und das heißt, Kai, wir brauchen wechseln. Die Punkte noch. Ja, 8 zu 5, habe ich ja gerade gesagt. Ja, insgesamt. Ach, ihr wolltet zusammenrechnen. Ja. Natürlich. Mach doch. Also da haben wir insgesamt für unsere Team Blutgrätsche 56 Punkte. Mhm. Und die Blutsbrüder sind immer noch im Rennen mit 51 Punkten. Aha! Fünf vor, die halten. Alles klar, also ihr führt immer noch mit 5 Punkten. Wir steigen jetzt in die zweite Hälfte der Sendung ein. Das heißt, wir wechseln jetzt das erste Antwortrecht. Ihr müsst jetzt beginnen. Was für ein Glück. Ja, endlich ist es soweit. Kommen die Kühe auf die Seite. Oder? Ja, genau so ist es. Ja. Und wir spielen jetzt ein tolles Spiel mit euch. Ihr stellt euch einfach vor, ihr seid im journalistischen Medium zu Hause. Ihr seid Fotografen, Redakteure. Und ihr bekommt da ein Bild auf den Tisch. Ein Bild, was ich euch gleich hier zeigen werde. Und ihr müsst euch für dieses Bild Bildunterschriften einfallen lassen. Ja? Was könnte unter oder auch über diesem Foto stehen? Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Hier ist das Foto. Dalli, Dalli. Schwarz-Weiß-Fernsehen neu erfunden. Angela Merkel, neue Taucherbrille. Politik heute mal ganz anders. Kanzlerin ist kurzsichtig. Wer geht mit der Kanzlerin tauchen? Das Problem mit der Weitsichtigkeit. Warum lache ich nur so komisch? Warum lache ich gar nicht? Wollen wir heute Suppe essen? Ach, diese Brille macht mir gute Grübchen. Ich kann den Buchstaben A nicht mehr lesen. Merkel will knutschen. Heute beim Sehtest. Immerhin. 12 Antworten waren das. Die Taucherbrille müssen wir einmal abziehen. Die Taucherbrille war doppelt. Somit sind es 11. Ich habe mich nur gewundert, warum keiner gesagt hat, Merkel hat den Durchblick. Das wäre zu nah an der Realität. Okay, also einen ziehen wir ab, dann bleiben 11 übrig. Einmal. Und habe ich die Sirene gehört? Nee, es war nur der Schlussgong. Schade. Die Sirene war ein bisschen leise. Ja. Also, jetzt kommt Foto für euch. Gleiche Spielregeln. Alexander beginnt. Hier kommt euer Foto, 30 Sekunden habt ihr Zeit. Dalli, Dalli. Komische Sendungen hier in Deutschland. Kindergeburtstag. Ich habe mir in die Hose gemacht. Wetten das? Ich muss leider pupsen. Ich bin leider nicht Klaus Kleber. Wann geht mein Flieger? Tom Hanks, mein Name. Geile Mütze.
Bin ich eigentlich eine Katze oder ein Hund? Das ist eine Baseball-Cap aus Mecklenburg. Dafür wird es in der Presse richtig Keile geben. Ich gehe immer nur noch in Hutbedeckungssendungen. Ich liebe schlechte Kritiken. Der würde Frau Merkel stehen. Markus Lanz setzt ihn auch manchmal auf. Wo ist meine Brille? Wo ist eigentlich Michael Hunziker? Der Hutverkäufer des Jahres. Aber wir haben ja jetzt diese neue da aus dem... diese neue da aus dem... Oh! Wahnsinn, leider gut. Sie sind der Meinung, diese Leistung war... 19. Wow. Wer hat das denn alles gesagt? Na, ihr. Ach so. Fast hälftig. Ja. Immer abwechselnd. Ja. Weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ja, aber Frage ist... Da haben wir nun lange drüber nachdenken müssen, ehrlich gesagt. Nee, Herr Hofer. Doch, doch. Also von meiner Seite gibt es nichts abzusehen. Danke. Komm, Jan, er von meiner auch nicht. Sehr gut. Ich sehe, die Sarah hat einen guten Einfluss auf dich. Ja? Der Jan ist total genügsam geworden hier, ne? An Sarahs Seite. Ne? Genieße, mein Lieber. Ja, absolut. Ja. Also 19 Punkte und Spitze haben wir ja auch noch. Das sind dann 20. Boah. 20 Punkte, neuer Zwischenstand. 76 Punkte fürs Team Blutgrätsche und 60 fürs Team Blutsbrüder. Wir spielen in der nächsten Runde, wer fragt, gewinnt. Das heißt, ihr stellt euch vor, ich bin ein anderer als der, der ich jetzt bin. Und es gilt zu erraten, wer ich bin. Ihr könnt mir Fragen stellen, ich antworte einfach mit Ja oder Nein. Und ihr müsst möglichst in den 60 Sekunden darauf kommen, wer ich bin. Und es geht aber darum, das so schnell wie möglich zu erraten, weil die restliche Zeit, die überbleibt, wenn ihr es erraten habt, die wandeln wir in Punkte um. Okay. Alles klar? Ja. Also, wer bin ich? Dalli, Dalli. Bist du eine fiktionale Person? Nein. Männlich? Ja. Arbeitest du in der Showbranche? Ja, im weitesten Sinne. Sänger? Nein. Schauspieler? Nein. Moderator? Nein. Politiker? Nein. Sportler? Ja. Im Ballsportart? Ja. Boris Becker? Nein. mit Schlägern? Nein. Mit Fußball? Ja. Europäischer Club? Ja, auch, logisch, ja. Gerade europäischer Club. Bayern-Spieler? Nein. Deutscher Club? Ja. München? Ja, habe ich ja. München? Nein. Nee. Norden? Nein. Süden? Nein. Was war das jetzt? Ja, Süden. Ja. Ich glaube, es war ein Ja. Norden, nein. Verschluckt Süden, nein. Ja. Achso, das war ein Nein. Keine Ahnung. Oh, aber ich finde ein super Spiel. Keine Ahnung. Fußball, ja. Können ja alle möglichen sein. Meins hätten wir besser mit den beiden gespielt. Ja, ja. Und wer war ich? Ja, irgendjemand aus dem Westen vermutlich. Aus dem Westen, vom BVB? Ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn der Norden weg ist. Ich war nach der vierten Frage kurz eingenickt. Tut mir Showbranche. Ach, Showbranche. Also Showbranche, Fußball, Westen. Das ist Jürgen Klopp. Ja! Ja! Kriegen wir Punkte dafür? Korrekterweise, das wäre Jürgen Klopp gewesen. Ja, okay. Ja, ja, gut. Jürgen Klopp wäre es ja, gewesen. Ja, klar, da, ja, klar, logisch. Ja, logisch. Ja, logisch. Hätte man drauf kommen können nach der zweiten Minute. Im Grunde, nach meinem zweiten Nein hätte man es wissen können. Ja, eigentlich schon. Okay. Na, also, wenn es Boris Becker nicht ist, dann ist es Jürgen Klopp. So ist es. Ja. Okay. Also wir sagen mal knapp daneben. Ja, ist auch vorbei. Glaube, wenn die Jury nichts einzuwenden hat, es sind, glaube ich, null Punkte. Ja, plus minus. Aber wir schauen erstmal, ob es bei den beiden besser läuft, weil auch an euch die Frage, wer bin ich? Auch ihr habt 60 Sekunden Zeit, mich auszufragen. Und ihr könnt jetzt anfangen. Dalli, Dalli. Bin ich eine Frau? Nein. Bist du ein Mann? Ja. Politiker? Nein. Schauspieler? Nein. Sportler? Nein. Sänger? Ja. Deutscher Sänger? Nein. Robbie Williams? Nein. Amerikanischer Sänger? Nein. Britischer Sänger? Ja. Robbie Williams? Nein. John Lennon? Nein. Aktuell in den Charts? Vielleicht. Na, was ist das denn? wie heißt das bekannteste Lied von dir? Achso, gibt es einen Welthit? Ja, mehrere, ja. Enrique Iglesias? Nein. Bist du von den Beatles? Nein. Du lebst noch? Ja. Bist du von den Stones? Ja.
Oh, wie heißt denn der? Oh. Mick Jagger. Ja! Yeah! Yeah! Ich dachte, er ist Amerikaner. Nein, der ist Engländer. Sehr gut. Ich muss mal gucken. Es waren noch 11 Sekunden übrig. Unglaublich. Und ich finde, was Sie wirklich verpasst haben, meine Damen und Herren, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen im Eifer des Gefechts untergegangen, ja, für den britischen Sänger Enrique Iglesias hätte es eine Spitze geben müssen. Ja? Ganz ernsthaft, der spricht ja nur Englisch. Der ist doch mit dieser Tennisspielerin zusammen. Vielleicht hat er einen britischen Pass. Man weiß es ja nicht. Wir sind ja alle so... Julio Iglesias, der ist ein Spanier. Der ist Brite. Ja, Brite. Britischer Spanier. Okay. Aber die Mutter war ja vielleicht das holländische Kindermädchen. Und so. Ja, kann ja sein. Bei denen weiß man nie. Eben. Absolut. Also, das heißt, 11 Punkte für euch. Mann, 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 ja, habt ihr da was liegen. In die Wunde. Mann, 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 habt ihr da was liegen lassen. Ne? Diese Runde. Wer bin ich? Ganz knapp. Ans Team Blutgrätsche. 11:0. Aber jetzt wollen wir euch natürlich gleich eine relevante Chance einräumen, das wieder aufzuholen. Deswegen unser zweites Aktionsspiel. Und ihr spürt es vielleicht schon ein bisschen im Nacken. Ja, die Ölfässer brennen schon, denn wir spielen jetzt Blasketball. Blasketball. Lasst uns rübergehen. Sarah und Jan, kommt ihr auch rüber? Eieiei. Ja. Sowas darf man nur bei Dalli Dalli mit offenem Feuer spielen im Studio. So, kommt ein bisschen hier so, versammelt euch. Das macht ein bisschen Angst gerade. Das ist kein Colt. Och, Jan, Manno. Pass auf. Sarah und Jan werden euch das jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Ja. Wir werden unsere Laubbläser jetzt mal aktivieren. Auch den hast du schon kaputt gemacht. Super, Will. Wenn du einen Schuldigen suchst, ich bin da. Ah, jetzt. Ja, Wahnsinn. Muss, glaube ich, noch ein bisschen drücken hier. So, Jan, weißt du, wie es geht? Ja. Dann zeig mal. Pass auf, so funktioniert das. Das ist ein super Spiel. Basketball. Und dann... Oh. Ah, so soll es nicht passieren. Vom Boden aufnehmen funktioniert nicht, Sarah. Da musst du den neuen holen. Und rein in den Korb. Nee, machen wir noch raus. Ja? Werfen wäre auch schön. Noch nicht einmal. Man muss natürlich sagen, damit kann man sich seine Nachbarn zu Feinden machen. Ich, ich wollte eigentlich gerade noch sagen, Sarah, du musst jetzt nicht traurig sein, dass das bei dir nicht geklappt hat. Bei dem Spiel ist Jan natürlich unschlagbar im Größenvorteil. Natürlich. Immer drauf, immer drauf. Ihr fangt wieder an. Ihr habt das schon mal super gemacht. Ihr werdet es natürlich jetzt auch überwachen, dass ich das alles auch korrekt mache. Ihr kriegt auch jeder nur einen. Ihr müsst jetzt anfangen. Ah, ja. Jan und jeder darf aber, Kinder. Die Bälle noch. Die Bälle legen wir wieder oben rein. Guck mal, hier, die gab's früher. Bitte die nur gehen nicht nur aus, wenn man die, wenn man die Akkus rausnimmt. Ja. Das ist es, um es euch leichter zu machen. Weil ja, kein Problem. So, den Ball legen wir oben rein. Ja, hier muss noch mein... Da war der. Ja. Da oben fehlt noch einer. Ja. Ah. Keiner mehr da. Einer kommt noch. Wie gehen die an? Okay. Hinten den roten. Bleiben die an? Nee, hinten den roten. Knopf. Jan? Die bleiben an, ja. Ja, ja. Und warum sind die brennenden Ölfässer da an der Seite? So, genau. Ihr könnt euch da an der Seite ein bisschen aufhalten. Beziehungsweise vielleicht ist es sogar noch besser, wenn ihr da raus auf die Bank geht, dann steht ihr hier nicht im Weg. Falls, ist so ein bisschen ghetto-mäßig. Ich weiß ja nicht, wie die jetzt ausflippen hier. Ne? Jetzt. So, eine Minute habt ihr Zeit. Basketball, Dalli, Dalli. Sehr gut, und jetzt musst du sie nur noch rüberbringen, Jan. Wohin hat den ersten drin? Jawohl. Jan zum Korb. Ja. Wohin ist schon mit dem zweiten da? Was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Hm? Ey, der haut ab. Das gibt's doch nicht. Nimm den neuen, Jan, nimm den anderen. Oh. Ey, warte mal, die müssen wir hier wieder reinstecken. Hier waren es schon, beziehungsweise... Nein! Ah, der ging daneben. Jan, machst du mit? Ja, ich... Der macht ja nichts.
Jan! Jan! Hier! Oh! Ey, wie verhext! Um das aber mal ganz eindeutig festzuhalten, das ist alleine dein Spitzepunkt. Ja? Sie sind der Meinung, das war. Was hast du da gemacht? Ey, ich kann es dir nicht sagen. Ja? Keine Ahnung. Da hätte ich mich echt besser eingeschätzt. Ja? Ja, da habe ich total daneben gelegen. Also, wir zählen einmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bälle. Immerhin. Ja. Wayne's Bälle. Respekt. So, die Bälle kommen wieder. Ah ja, an ihrem Platz. Bälle hängen wir wieder auf. So, jetzt möchte ich aber hier eine Spitzenleistung sehen. Ansonsten einfach hier oben noch ein bisschen draufdrücken. Ja. So, seid ihr bereit? Ja. Dann auch für euch eine Minute Dalli Dalli. Gut, Katrin, jetzt oben reinheben. Ja, 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 ja. Oh! Weiter, nächsten. Oh! Was macht ihr? Das ist ja wie verhext. Jetzt aber, Katrin, komm. Ja, gut. Oh, Alexander. Oh. Und fahr der Katrin nicht noch in die Parade. Oh, der war stark, Katrin, wie die den gefangen hat. Ja, du musst ihn, glaube ich, schneller wegziehen, wenn ihr jemand. Wegziehen! Ja! Ja! Ihr habt noch 15 Sekunden. Komm, Katrin. Sehr gut. Komm, schnell, schnell, schnell. Katrin, den schaffst du noch. Schnell, Beeilung. Ah! Man hätte schneller, glaube ich, wegziehen müssen. Ah! Ah. Hey, Frieden, Freunde, Frieden. So. 4, alle von dir. Nee, du hast auch einen gemacht. Bei euch unbestechlich 4 Bälle im Korb gelandet, das heißt 4 Punkte für euch. Jawohl. Gut. Wir gucken mal auf den Zwischenstand. Naja. Was haben wir denn? Wir haben folgende Punktzahl. In diesem Spiel 7 Punkte fürs Team Blutsbrüder, 4 für Blutgrätsche. Neuer Zwischenstand ist, ich glaube, ihr habt ein bisschen aufgeholt. Ja. 91-69. Wir arbeiten. Ja. Wir spielen noch ein bisschen was. Unter anderem als nächstes unser so allseits beliebtes Dalli Klick. Dalli Klick, wir nehmen noch mal Platz. Komm mit. Wir spielen jetzt Dalli Klick. Ihr schaut hier auf diesen Bildschirm. Ihr beginnt. Ihr müsst nicht jetzt abwechseln. Ihr könnt gemeinsam einfach, wenn ihr glaubt zu erkennen, was auf dem Foto ist, das sich jetzt da gleich langsam aufbaut, dann ruft ihr das einfach rein. Wenn das richtig ist, decken wir das Bild auf, dann kommt das nächste. 45 Sekunden habt ihr Zeit. Seid bereit? Klaren Durchblick? Jo. Dann heißt es jetzt für euch, Team Blutsbrüder, Dalli Klick. Boris Becker. Mikado Stäbchen. Zelt. Wigwam. Anderer Begriff, Zelt. Pizza, der Hotdog. Hotdog. Ja, Hotdog ist richtig. Wer ist das? Das Spiel, das könnt ihr, es liegt Angela euch ja. Angela Merkel, nein. Maite Kelly. Nein. Annette Frier. Jawohl. Schuhe, Socken. Ja. Cowboy-Stiefel? Cowboy-Stiefel? Ja! Ja, gib uns die Chance! Hallo. Fahrrad, Moped, Motorrad. Motorrad, stimmt. Ich fand's schwer. Fand ihr schwer? Ja. Wieso, war doch gar nicht so schlecht. Nee, war ganz gut. Es waren 10 Punkte für euch. Immerhin. Jedes richtige erratene Bild, 2 Punkte. Ja, müssen die anderen erstmal besser machen. So, pass auf, jetzt geht's für euch los. Auch für euch 45 Sekunden. Dalli, Klick. Pokale. Ja. Kuh. Ja.
Segelflugzeug. Nein. Propellermaschine. Ja. Also. Elefant. Ja. Handball. Ja. Ähnlich. Gorch Fock, Kieler Woche, Schiff, Hafen, Kiel. Segelschiff. Segelschiff, jawohl. Ja. Fußballstadion. Welches? Allianz Arena, Olympiastadion, Berlin. Olympiastadion, jawohl. Ja. Blumen, Kleeblatt. Gras, Kleeblatt, Brokkoli, Knospen, Pflanze. Oh, Rosenkohl? Nein, Hopfen. Hopfen, ja. Hopfen wäre es gewesen. Nein? Hopfen. Hopfen. Ja. Noch grün. Aber das waren 6 Bilder, die ihr erraten habt, und damit 12 Punkte für euch. Danke. Sehr gut. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Dann gucken wir jetzt ein letztes Mal auf den Zwischenstand. Es ist nämlich der letzte Punktestand vor dem Finale. Und das Team, das jetzt führt, muss auch als erstes im Finale antreten. Wie steht's? Wer führt? Ich hab deine Ahnung. Denke, das Team Blutgrätsche führt mit 103 zu 79. Das heißt, ihr müsst als erstes im Finale ran. Wir gehen rüber. Ja. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Unser Finalspiel. Wie immer, einer von euch muss eine Aktion ausführen, die ich jetzt gleich erkläre. Der andere darf in der Zwischenzeit Fragen beantworten, solange die Aktion läuft. Das Finalspiel heute, das Aktionsspiel, heißt total gehemmt. Es geht nämlich darum, dass einer von euch alle 6 Sekunden, wenn es ein Zeichen gibt, ein solches T-Shirt überziehen muss. Ja? Und in dieser Zeitfolge, in diesem Intervall, muss immer ein T-Shirt dazukommen. Alle 6 Sekunden? Alle 6 Sekunden. Ich gebe so ein bisschen vor, es wird irgendwann zu einer physikalischen Grenze kommen. Ja? Das heißt, ihr müsst euch jetzt überlegen, wer zieht sich die T-Shirts über, wer beantwortet die Fragen. Dann mache ich das. Ja? Du ziehst dir die T-Shirts über? Sehr gut. Dann freuen wir uns darauf. Soll ich dir das abnehmen? Ja, bitte. So, ihr könnt euch das jetzt angucken. Pass auf, für euch beide die gute Nachricht. Für jede richtige Antwort im Finale gibt es 5 Punkte. Und alle im Finale erspielten Punkte werden dann hinterher mit den bisher erspielten Punkten multipliziert. Das heißt, ihr könnt alles noch auf den Kopf stellen. Also ihr könnt heute Abend noch als das siegreiche Team, als das Gewinnerteam hier aus dem Studio gehen. Aber die beiden werden alles versuchen, das zu verhindern. Das glaube ich. Das glauben wir auch. Gut. Alexander, ich gehe davon aus, du bist ja geübt, normalerweise im Fragen stellen. Heute kriegst du die Fragen von mir gestellt und musst sie beantworten. Ihr dürft noch, geht noch einen kleinen Schritt nach hier, dann haben die volle Konzentration. Hier ist das große Dalli-Dalli-Finale. Ich habe Angst. Okay, und wir starten mit unserem Finalspiel jetzt. Welchen Adelstitel trägt Bram Stokers Romanfigur Dracula? Graf. Ja. Welcher ist neben Hamburg und Berlin der dritte deutsche Stadtstaat? Bremen. Ja. Die Simpsons aus dem gleichnamigen Comicserie sind in welcher Stadt zu Hause? Weiter. Springfield. Welcher deutsche Komiker verkörpert die Schlagerdiva Uschi Blum? Olli Dittrich. Happe Kerkeling. Welcher ist der 6. Buchstabe im Alphabet? F. Ja. Wer beendete nach Olympia 2012 seine Karriere als erfolgreichster Olympioniker aller Zeiten? Sir Hoy. Michael Phelps. Ja. Wie nennt man in Schottland den traditionellen karierten Rock für Männer? Kilt. Ja. In welchem Bully-Film begegnen sich Abba Hutschi und Ranger im Wilden Westen? Shoot is Money Too. Ja. Was kann man laut Max Raabes Hit aus seinem gleichnamigen Album von 2011 nicht alleine? Putzen. Nein, küssen. Ja. In welchem deutschen Mittelgebirge befindet sich das Hermannsdenkmal? Siebengebirge. Teutoburger Wald. Meine ich ja. Welcher Schriftsteller erfand den Geheimagenten James Bond? Schriftsteller. Weiter. Ja. Ian Fleming. Ja. Ian Fleming. Wie nennt man bei Hirschen die Paarungszeit? Brunft. Ja. Welche Nationalität hatte Pablo Picasso? Italien. Nein. Er ist ein Bruder von Enrique Iglesias. Weiter bitte. Spanien. Weiter bitte. Stefan Weil wurde am 19. Februar 2013... Niedersachsen. Ja, das stimmt. Zu was erstarrt Lots Frau laut Alten Testament, als sie auf die Städte... Stein. Eis. Salzsäule. Meine ich. Welches Muster hat bei der Tour de France das weiß-rote Trikot des Führenden in der... Kariert. In der
gepunktet. Ja. Welcher Naturwissenschaftler soll auf dem schiefen Turm von Pisa im das Fallgesetz entdeckt haben? Weiter. Ja, Galileo Galilei. Mhm. Welche norddeutsche Band steuerte das Titellied Beinhard zum ersten... Ja, das stimmt. In welchem Staat heißt die Währung Yen? China. Nein, Japan. Welcher deutsche Maler schuf im 16. Jahrhundert die Werke Betende Hände und Feldhase? Weiter. Dürer. Welcher Schauspieler war Anfang der 90er Jahre der Prinz von Bel Air? Will Smith. Ja, das stimmt. Wer setzte als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond? Armstrong. Vorgesagt, nee, danke. Wie nicht. Nennt man die islamischen Gotteshäuser? Moschee. Ja. Snooker und Karambolage sind Spielformen welcher Sportart? Billard. Ja. Und damit habt ihr das Maximum erreicht. Respekt! Sie sind der Meinung, das war... Na aber, das ist ja das Mindeste. Ja? Ja. Herr Bommes zieht aus, oder? Herr Bommes, ja. Zieht jetzt ab. Braucht die jetzt wieder, ne? Nee, wir haben neue, wir haben neue. Du kannst sie anlassen. Die wir geben dir die mit. So, wie sieht's bei euch aus? Er will anziehen. Ich muss beantworten. Der Schmalhans zieht an. Ja, und, ich wollte es ja. Ich, ja. Ja, gut, okay, mal also, Wayne, für dich kommen neue T-Shirts. Und, ich hoffe, eine Größe größer. Genau. So, das Team Blutsbrüder. Ihr müsst jetzt richtig reinhauen. Ja, ne, wenn, ja, schön Druck aufbauen. Ja, nein. Ihr wollt das Ergebnis ja noch drehen, oder? Ja, ja. Alles klar, auch für euch. Mit dem Startsignal geht's los mit dem ersten T-Shirt und du kriegst meine Fragen gestellt. Bereit? Sowas von. Okay, dann legen wir los. Auf geht's. Auch für euch heißt es im Finale Dalli Dalli. Was für ein Tier ist die von Jim Davis geschaffene Comicfigur Garfield? Katze. Welche Farbe hat der Rauch, der nach einer erfolgreichen Papstwahl durch die... Weiß. Kugler... Ja. Bridget Jones am Rande des Wahnsinns ist der Nachfolger des Films Bridget Jones Schokolade? Für Weiße. Zum Frühstück. In welchem Hit von 2004 lieben die Höhner das Leben, die Liebe, die Lust? Weiter. Viva Colonia. Ja. Der Bruder meines Vaters ist mein... Der Onkel. Ja. Welcher Fluss, der im Kanton Graubünden entspringt, mündet bei Rotterdam in die Nordsee? Oh Gott, der Rhein. Ja. Wer erschlug laut altem Testament seinen Bruder Abel? Kai. Kein. Kein. Kai. Kein. Welcher französische Dichter schrieb die Theaterstücke Der Geizige und der eingebildete Kranke? Das weiß ich nicht. Molière. Wer war, bevor er Bundespräsident wurde, 20 Jahre lang Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen? Weiter. Johannes Rau. Ja. Wie nennt man die eingelegten Blütenknospen, die zur klassischen Soße bei Königsberger Klopsen gehören? Kapern. Ja. Wer starb laut griechischer Mythologie, weil er zu nah an die Sonne flog und seine Flügel schmolzen? Helios. Herakles. Ich weiß es nicht mehr weiter. Ikaros. Genau, Ikaros. So. Welches sportliche Großereignis wird durch das IOC organisiert und betreut? Boxen. Olympische Spiele. Zu welcher norddeutschen Stadt gehört das Seebad Warnemünde? Warnemünde ist bei? Weiter. Rostock. Ja. Was ist laut Herbert Grönemeyers gleichnamigen Hit von 1984 dein Sanitäter in der Not? Mit Brot. Alkohol. Alkohol. Welcher Fußballverein wurde in der Bundesliga-Saison 2012-2013 deutscher Meister? Bayern. Ja. Wie heißt der öffentlich-rechtliche Sender von ARD und ZDF speziell für Kinder? Kika. Ja. Welche deutsche Rapband bestand aus Andy Y, Michi Beck, Thomas D. und Smudo? Fantastischen Vier. Ja. Wie wird die Filmindustrie Indiens mit Hauptsitz in Mumbai umgangssprachlich genannt? Bollywood. Bollywood stimmt. Welchen... Was? Nach. Was denn jetzt hier für ein Durcheinander? Wir fangen wieder vorne an, ist egal. Die ich nicht wusste. Ne? Wer wird wegen seiner Kreuzigungsversuche mit Erbsen oft als Vater der Genetik bezeichnet? Was? Das war eine andere Show. Aus wie vielen Teilen besteht der Ring des Nibelungen von Richard Wagner? Keine Ahnung, weiter. In welchem Land regierte bis 1917 die Herrscherdynastie der Romanows? Ja. Wonach klingt's denn? Ja, die was? Romanows.
Die Rumänien. Nein, Russland! Gegen wen gewann Tennisprofi Michael Stich 1991 das Finale? Keine Ahnung. Da ist er endlich. Auch hier. Irre. Das ist klar, das musste kommen. Ey. Da kam da einiges zusammen. So Sie sind der Meinung, das war. Ja. Nein, da kam einiges zusammen. Wir müssen jetzt mal Sarah und Jan fragen, wie viele richtige Antworten Sie gezählt haben. Erstmal natürlich fürs Team Blutgrätsche. 12. 12 richtige Antworten. Waren das bei euch? Und das Team Blutsbrüder. Blutsbrüder waren es 9 plus einen Spitzepunkt, also 10. Ja, und den Spitzepunkt gab es ja hier auch noch, ne? Ja. Den haben wir schon dazu gezählt. Der war schon dazu. Ja. Also 12 zu 10. Ja. Wir gehen mal rüber und dann rechnen wir das Gesamtergebnis aus. Komm mit. Ich gebe dir mal das, weil du hast kein Mikrofon mehr. Ja? Lass ruhig liegen, den Plön. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wer hat gewonnen? Wie das viele Team Punkte? Blutgrätsche. Mit? 6.180 Punkte. Wow. Ja. Ja. Herrlich. Und das Team Blutsbrüder. Die haben natürlich auch gewonnen mit 3.950. Oh, immerhin. 3.950. Ja. Aber das heißt, meine Damen und Herren, das amtliche Endergebnis dieser Ausgabe von Dalli Dalli gewinnt das Team Blutgrätsche mit 6.180 Punkten. War gut. Okay. Kommt zu mir nach vorne. Ja. Beide natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja? Dankeschön. Das macht sich toll in der Vita. Ja, ja? Natürlich. Dalli Dalli Siegerteam. Das macht sich in jedem Lebenslauf gut. Danke. Und natürlich werden uns Sarah und Jan in ihrer unendlichen Genialität jetzt auch noch sagen, was das in der Summe ausmacht und wie viel Geld wir heute über die Hans-Rosenthal-Stiftung an eine Familie geben können, die unverschuldet in Not geraten ist. Ja, da haben wir heute unglaubliche, grandiose 10.130 Punkte. 10.130 Punkte heißt 10.130 Euro. Wunderbar, das ist ein super Ergebnis. Ein Spitzenergebnis. Ja, ne? Ja. So, und ich sage euch, wohin das Geld geht. Das Geld geht an eine Familie in Rheinland-Pfalz. Bei dem jüngsten Sohn wurde 2007 ein Tumor im Kopf festgestellt. Und trotz vieler riskanter Operationen ist er immer weiter gewachsen. Im Zuge einer dieser Operationen ist der Junge auch noch erblindet, komplett auf beiden Augen. Und es gibt leider keine schulmedizinischen Ansätze mehr, die dem Jungen helfen könnten. Jetzt gibt es eine sehr spezielle Alternative, Weihrauchtherapie. Die wird aber nicht von der Kasse gezahlt. Aber die Eltern wollen natürlich alles versuchen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Geld helfen können, die Kosten zu decken. Und deswegen geht dieses Geld eben an die Familie aus Rheinland-Pfalz. Und die Hans-Rosenthal-Stiftung wird diese spezielle Behandlung finanzieren. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Also das Geld ist in besten Händen. Sarah und Jan hatten die Richtigkeit des Spielgeschehens heute in ihren Händen. Und ihr habt wunderbar gespielt. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Glückwunsch an unser siegreiches Team, Katrin Müller-Hohenstein und Alexander Bommes. Vielen Dank. Super. Und super auch. Und danke für an euch für den Besuch. Unser Team Blutsbrüder, Wayne Carpenter und Jan Sosnjak. Viel Erfolg noch im Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen. Danke. Ja? Dankeschön. Und wir sagen natürlich auch danke an Sie zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Danke an Sie hier im Publikum, meine Damen und Herren. Wir alle gemeinsam, wir fanden Sie, meine Damen und Herren, Sie waren heute wieder Spitze. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Samstag. Tschüss.